Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen hier beim Webinar Die besten Tools fürs Homeoffice. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe eine Menge Gäste mitgebracht heute, aber bevor ich irgendwas frage, würde mich eines interessieren. Der Stefan hat eine Umfrage vorbereitet. Die lautet, wer arbeitet, lauter Stefan, wie heißt denn die? Die Umfrage heißt, arbeiten Sie aktuell im Homeoffice? Das interessiert mich als allererstes, bevor wir weitermachen. Wie viele von Ihnen im Homeoffice arbeiten? Noch etwas interessiert mich. Nämlich von der Runde, die schon da ist, bevor wir in die Vorstellung gehen. Was machen denn für euch gute Tools im Homeoffice aus? Was würdet ihr denn sagen? Wer mag beginnen? Ich kann gerne starten. Genau. Für mich macht ein gutes Tool im Homeoffice auf, einfach eine intuitive und einfache Nutzung, sodass man das ohne Onboarding direkt verstehen kann. Das ist sehr gut. Und man hat auch niemanden im Homeoffice, der mir so schnell fragen kann, wo ist der Knopf, den ich gerade gesucht habe, eine halbe Stunde, gell? Genau. Ja, ganz wichtig. Weiß noch wer was? Fällt noch jemand was ein? Jörg hat im Chat schon einen guten Hinweis gegeben. Problemloser Datenzugriff. Oh ja. Das geht für mich in die Richtung problemloser Datenzugriff. Man muss einen Computer einschalten können und dann hat man Zugriff auf alle seine Tools, ohne jetzt irgendein VPN oder irgendwelche komischen Lösungen, die jetzt das gespeichert sind. Das heißt, lauter Cloud-Lösungen. Ja. Fällt noch jemand was ein? Ich schließe mich beim Datenzugriff direkt an. Ich finde, es sollte offline auch gehen, weil ich habe so viele Probleme mit meinem Internet. Im Optimalfall. Du bist nicht in Berlin. Speichern die Tools alles offline einmal ab und dann lädt es hoch, wenn es online geht. Lauter spannende Punkte. Gut, wenn wir das geklärt haben. Ja, noch einmal herzlich willkommen zum Webinar. Wir wollen Ihnen heute wirklich in der Praxis zeigen, wie die verschiedenen Lösungen, die wir heute sozusagen auf dem virtuellen Tisch haben, miteinander sprechen. Ja, also wir wollen Ihnen wirklich zeigen, wie beginnt es bei der Lead-Akquise sozusagen, wie kriege ich Leads jetzt in ein Tool rein, wie arbeite ich damit, wie verschicke ich zum Schluss Rechnungen, zwischendurch möchten wir telefonieren und kommunizieren mit unseren Kunden auch und dann brauchen wir eine Art von Finanzplanung. Und das schauen wir uns heute an. Bevor wir dabei sind, wollen wir uns mal vorstellen. Stefan, magst du anfangen? Das ist das gleiche Logo wie ich. Ja, genau. Da kennt man am besten, dass wir zusammen können. Gell? Genau, Stefan Steinbach, bin auch Mitarbeiter bei PD Experts. Mache im Endeffekt das gleiche wie der Bernd auch. Wir helfen den ganzen Tag hauptsächlich Leuten dabei, Pipedrive richtig zu nutzen oder zu implementieren. Meine Aufgabe heute auch ein bisschen den Chat im Auge zu bewachen. Da ist nämlich auch so ein wunderbarer Stichpunkt, nämlich, was ist im Homeoffice wichtig? Verknüpfung zu anderen Programmen und Tools. An der Stelle auch gleich, Stefan, den Hinweis an alle, wenn Sie Fragen haben zwischendurch, bitte schreiben Sie das einfach in den Chat rein. Ja? Der Stefan filtert es. Wir werden es so machen, wenn es Fragen sind, die gleich direkt dazu passen zu dem jemanden, was wir gerade zeigen, dann wird er es auch gleich stellen. Wenn es Fragen sind, die wir besser später beantworten, dann werden wir zum Schluss sicher noch ein paar Minuten Zeit finden, um die beantworten zu können. Ja? Also Stefan filtert es auch und redet uns dann rein, alle anderen, die gerade was präsentieren. Also schreiben Sie einfach rein, wenn Ihnen was einfällt, was Ihnen wichtig ist. Ja? Wer mag weitermachen? Hanna, machen wir von hinten nach vorne, oder? Perfekt, genau. Ich bin Hanna Popp. Ich arbeite bei Agicap. Wir sind eine Liquiditätsplanungssoftware. Ich bin seit 2 Jahren bei Agicap, habe im Sales gestartet. Jetzt bin ich im Partnerships Management und im Business Development. Und genau, freue mich, euch schon gleich später noch mal ein bisschen mehr zu Agicap zu erzählen. Herzlich willkommen. Philipp? Ja, sehr gerne. Hallo zusammen und freut mich natürlich sehr, dass ihr alle heute hier seid. Wie gesagt, ich bin Philipp und arbeite bei Aircall als Customer Success Manager für den Dachmarkt. Ganz kurz zu Aircall. Wir sind eine cloudbasierte Voice-over-IP-Telefonsystem, geeignet für Callcenter, Support und Vertriebsteams. Herzlich willkommen. Maike, dir verdankt man, dass wir heute da sitzen. Hallo zusammen. Ja, ich bin die Maike von der Safdesk und ich möchte mich auf jeden Fall auch erstmal bedanken dafür, dass alle da sind und dass wir in dieser umfangreichen Besetzung auch zusammengekommen sind hier. Ich mache ebenfalls Partnermanagement für die Firma Safdesk jetzt so ziemlich seit genau einem Jahr und wir treten bei Safdesk jeden Tag dafür an, dass das Leben unserer Kunden im Freelancer- und Unternehmeralltag einfacher wird. Das heißt, wir möchten da Zeit freischaufeln für die Kerntätigkeit des Unternehmers und dabei wissen und glauben wir, dass die Schnittstellen zu anderen Systemen, eben was schon angesprochen wurde, auch eine der Kernelemente ist, um Prozesse im Alltag einfach zu vereinfachen und zu automatisieren. Deswegen sind wir heute hier.
Schön, dass du da bist. Man hat schön gesagt, Zeit freischaufeln. Das wollen wir alle, gell? Stefan, bevor wir zu dir kommen, ich würde jetzt stellvertretend für Pipedrive sagen. Also mein Name ist BD Experts, mein Name ist Bernd Auer. Ich arbeite so sehr identifiziere ich mich mit unserer Marke. Mein Name ist Bernd Auer, ich bin Geschäftsführer von Amazing Tools, heißt es eigentlich, mit der Marke BD Experts. Stefan hat schon gesagt, wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als dass wir Firmen bei der Einführung und der Beratung von Pipedrive helfen. Ja, das endet aber natürlich nicht mit Pipedrive, weil ein gutes Tool heutzutage redet auch mit anderen Tools. Und alle, die heute da sind, die lassen sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch mit Pipedrive verknüpfen. Ja, Pipedrive selber ist ein CRM, Customer Relationship Management, wird von sehr vielen Firmen sozusagen als Dreh- und Angelpunkt dahergenommen, dass man sowas hat wie seinen ja, man verwaltet sozusagen darin das Wichtigste, was man eigentlich hat, nämlich die Daten seiner Kunden. Ja, das ist Pipedrive. Stefan! Jo, ich glaube, ich bin der Letzte in der Runde. Von daher auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Katzenberger, ich bin Partner-Account-Manager bei SnapEddy. Und SnapEddy selber macht so eine ähnliche Richtung. Ich glaube, da geht es auch immer ein bisschen im Homeoffice in den Arbeiten drum, wie die Maike erzählt hat, nämlich versuchen, Zeit frei zu schaufeln, weil wir ein paar effiziente Tools haben, wie man Kontakte und Gesprächsinformationen einfach in ein nachgelagertes System, wie jetzt zum Beispiel Pipedrive, übertragen kann und uns da deutlich viel Tipparbeit etc. sparen, um diese ganzen Kontakte, Deals etc. zu pflegen. Und genau deswegen bist du der Letzte, weil wir uns das gerne als Erstes anschauen würden. Weil dieser Weg, den wir da durchgehen, der beginnt typischerweise damit, dass man als Erstes einmal Leads, ja, Kontakte, Personen, Organisationen, was auch immer, identifizieren müssen. Und dabei hilft SnapEddy. Stefan, magst du uns was zeigen dazu? Ja, klar, gerne. Genau, das, was der Bernd gerade gesagt hat, ist ja ein Thema. Also es gibt ja verschiedene Lead-Quellen erstmal, wo solche Kontakte oder wo wir Touchpoints mit Kontakten haben. Das ist jetzt unter anderem vielleicht mal eine E-Mail-Signatur, eine Visitenkarte oder auch LinkedIn, was immer öfters benutzt wird. Und da gehe ich mal kurz drauf ein, im jeweiligen System, wie man das jetzt übertragen kann und wie es dann tatsächlich auch in Pipedrive landet. Dazu würde ich einmal meinen Bildschirm teilen und dann gucken wir uns das auch gleich mal an. So. Ich schaue nebenbei auf die Fragen auch immer. Herr Schwan, ich glaube, wir haben was Lustiges für Sie. Ich vermute, es geht um Pipedrive, gell? Da zeigt man dann noch was Lustiges. Okay, gut. Alle müssen jetzt den Bildschirm sehen, von daher lege ich auch direkt los. Vielleicht mal mit der einen Sache, mit der man im Homeoffice vielleicht nichts zu tun hat, aber man wird sich auch irgendwann mal aus dem Homeoffice bewegen und vielleicht kommt dann sowas zum Vorschein wie so eine Visitenkarte. Deswegen, da gibt es zum Beispiel ein Tool von uns, das ist einfach eine App, mit der man Visitenkarten scannen kann. Wir lesen das alles aus, strukturieren es vor und was ganz wichtig ist, man sieht hier oben in der Ecke auch schon, es ist komplett mit Pipedrive integriert, sodass man da mit einem Dublettencheck dann alle Informationen von dieser Visitenkarte direkt in Pipedrive übertragen kann. Diejenigen, die vielleicht jetzt noch nicht mit Pipedrive unterwegs sind, aber trotzdem einen riesen Stapel an Visitenkarten haben, gerne auch einfach mal die App runterladen. Man kann nämlich die ganzen Sachen auch in den Telefonkontakten speichern und es einfach mal ausprobieren. Deswegen, da seid ihr gerne zu eingeladen, das einfach mal zu testen. Stefan, haben wir einen Link dafür? Andere Stefan. Da haben wir natürlich einen passenden Link. Wer mal SnapEddy sich genauer anschauen möchte und testen möchte, der hat jetzt im Chat einen Link. Der Trick an der Sache ist, wenn Sie diesen Link verwenden, dann sind unbegrenzt Credits, Stefan, gell? Weil normalerweise sind die Credits in der Testversion beschränkt. Weil es hat schon genug Leute gegeben, die da jetzt 1000 Visitenkarten gescreent haben. Ja, und das, genau. Da, Entschuldigung, hör ich wieder auf. Nee, passt. Also wenn ihr euch darüber anmeldet, dann könnt ihr auch dementsprechend frei testen sozusagen über dann 14 Tage. Und wie gesagt, die Version ohne eine Pipedrive-Connection ist sowieso in dem Umfang kostenfrei. Ansonsten kommen wir zurück zum Homeoffice. Wenn wir da unterwegs sind, dann bekommen wir in der Regel ganz, ganz viele E-Mails heutzutage und sind irgendwo auf LinkedIn unterwegs. Ein Punkt LinkedIn bzw. E-Mails in dem Fall kann eine Lead-Quelle sein, wenn man zum Beispiel Kontaktformulare hat oder ähnliches und E-Mail ankommen, als auch wenn ich mit Bestandskunden in Kontakt bin und es soll natürlich irgendwie im CRM landen, dann ist es natürlich immer ein Weg, das Ganze manuell irgendwie in Pipedrive einzutragen. Was es da aber noch gibt, ist ein kleines Outlook-Add-In von uns, immer an dem Krokodil erkennbar und man sieht hier, da ist jetzt zum Beispiel mal eine E-Mail vom Stefan gekommen. Und ich kann hier alle Felder, die in der Signatur vorhanden sind, auslesen, befüllen
und kannst dann direkt im CRM-System speichern und schon mehr alles quasi drin. Was ein anderes Thema ist, wo es dann eben zum Thema SnapEdit Data Quality kommt, das ist ein anderes Tool für uns und ist eine Browser-Extension, mit der man das nutzen kann, sieht man hier unten. Das kann man hier drüber öffnen und da komme ich jetzt auch drauf zurück zu sprechen, wie man das Ganze dann quasi mit LinkedIn macht und wie man das vielleicht auch noch anreichern und übertragen kann. Und dazu gehen wir einmal in LinkedIn rein und da gehe ich einmal auf meinen Kontakt. Und dann passiert schon ein bisschen Magic, weil man sieht jetzt hier so einen grünen Button, der hier vertreten ist. Und man sieht hier ein entsprechendes Fenster von uns. Und in diesem Fenster ist sozusagen alles angezeigt, was wir direkt vom Pipedrive finden, ob derjenige schon im Pipedrive vorhanden ist oder nicht. Natürlich lädt es jetzt ein bisschen lange. Das ist immer der Vorstellungseffekt. Die Ladezeit, die können wir gerade mal kurz überbrücken. Wir haben nämlich gerade zwei passende Fragen im Chat bekommen. Die eine, geht das auch mit anderen CRMs? Ja. Das funktioniert auch wenn ich das wahrscheinlich nicht so offiziell von Bernd sage. Ja, sicher, natürlich. Das sind viele gute Lösungen. Pipedrive funktioniert nur bei denen, bei denen es gut ist. Das ist ganz einfach. Aber Snapping funktioniert auch mit, also mit allen Großen. Mit Salesforce, mit Microsoft Dynamics oder Odoo auch. Also alles, was Rang und Namen hat sozusagen. Genau, richtig. Also da gibt es auf unserer Website eine Integrationsseite, wo man auch nachlesen kann, mit welchen CRM-Systemen das alles funktioniert. Also es funktioniert auch mit anderen Systemen, die im Hintergrund liegen. Ich habe jetzt einmal neu geladen, deswegen sieht man es jetzt hier ganz gut. Wie gesagt, dieses Fenster, was jetzt komplett in die Ebene integriert ist in LinkedIn, ist komplett von uns. Und da würde man zum Pipedrive oder zu einem entsprechenden anderen System auch immer direkt sehen, ist derjenige schon im CRM-System drin? Und welche entsprechenden Informationen liegen in diesem CRM-System? Also ich habe eine direkte Duplettenanzeige. Ich kann jetzt Veränderungen, die ich hier gefunden habe, direkt anlegen oder ich gehe hier in unser Data Quality Tool. Und dieses Data Quality Tool sieht folgendermaßen aus. Das ist ein kleines Add-in. Und wenn ich hier jetzt drauf drücke, dann wird sich das einmal öffnen. Und wir sehen dann den Kontakt hier liegen mit den anderen Informationen, die wir aus LinkedIn bekommen haben. Sollten da jetzt mal irgendwelche Informationen da sein, die wir noch nicht haben, also ich gehe jetzt bewusst hier mal auf Neuanlegen und auch in der Organisation auf Neuanlegen, dann ist es so, dass wir diese Informationen noch kurz anreichern können über diese drei Buttons hier oben. Ansprechpartnersuche gibt uns immer eine Verknüpfung zu Xing und LinkedIn, da kommt unser Kontakt her, deswegen ist es jetzt nicht sinnvoll, das zu tun. Firmendatensuche haben wir verschiedenste Quellen, wo wir jetzt Informationen anreichern können. Man sieht, wir finden zum Beispiel die Mitarbeitergröße, man sieht die Branche etc. Also ich kann das alles mal anwählen bis auf den Geschäftspartner und würde dann hier Veränderungen und Zusätze erkennen, die gemacht wurden. Und wenn ich mal keine E-Mail-Adresse habe, dann haben wir auch hier noch einen E-Mail-Validierer und da können wir direkt die E-Mail-Adresse hinzufügen, sodass wir alle wirklichen Kontaktdaten, Informationen zum Unternehmen haben und das direkt mit einer Anlage von einem Deal und einem Geschäft verknüpfen können und hier unten über den Button dann direkt in Pipedrive übertragen. Und wenn das übertragen ist, dann sieht es folgendermaßen aus. Man hat alles direkt im Pipedrive liegen und könnte jetzt quasi mit den nachfolgenden Thematiken weitermachen. Sollte ich mal irgendwo an dem Punkt stehen, dass ich auch schon vorhandene Informationen in Pipedrive liegen habe, haben wir auch hier die Möglichkeit, vorhandene Kontakte und Unternehmen zu aktualisieren und heißt in dem Fall über unsere Systeme anzureichern, über diese drei Buttons, Firmendatensuche, Ansprechpartnersuche, E-Mail-Validierer. Und dann habe ich immer vollständige Kontaktdaten ganz easy im CRM liegen. Genau. Andreas hat eine Frage zwischendurch. Er sagt, er arbeitet mit Google. Stefan, darf ich das beantworten? Ich kenne den Andreas auch. Ja, ja, gerne. Andreas, das brauchst du bei Google selber nicht, weil Google ist Cloud-basiert. Das bedeutet, du kannst in Google einfach nur die entsprechenden Daten markieren. Stefan, zeig mal rechts bei dir, bei deinem Kontakt. Wenn du das markierst und mit rechtem Ausklick, kannst du im Pipedrive auch machen. Genau so. Ach, du meinst hier jetzt in dem Fall? Ja, genau. Ja. Kannst du auch markieren. Schau, und wir hast, egal wo du bist, nämlich insbesondere in Google und bei Signaturen im Gmail, kannst du das markieren, rechte Maustaste und jetzt liest er dir die Daten auch aus. Ja? Genau. Also ist egal, wo du, also Google funktioniert technisch anders wie Outlook. Outlook ist eine App. Ja? Also funktioniert auch. Andreas wundert mich, dass ich dir das nicht gezeigt habe. Das wäre sehr praktisch für dich. Ja. Die zweite Frage von dir, kann man auch die Deals sehen? Ja, die Deals kann man sehen. Also SnapEdit ist verbunden mit Pipedrive und macht dort eben diesen Duplettencheck. Ja? Genau. Sieht auch hier die Geschäfte überall, also ist überall angezeigt.
So schaut's aus. Stefan, was kostet das eigentlich? Das kann man bei uns ganz transparent auf der Webseite nachschauen. Also man geht hier auf snapedit.com und auf Preise und dann gibt es hier die drei verschiedenen Lösungen, die man hier oben sieht und kann sich einfach gucken, wie viele Nutzer man in der Organisation hat, den Regler hochziehen und dementsprechend sieht man auch dann gleich den Preis. Fängt bei einem Nutzer mit 348 Euro im Jahr an. Der Cardscanner ist deutlich günstiger, und wird dann mit zunehmender Nutzeranzahl, entsprechend auch günstiger. Genau, und heute haben wir gesehen, Cards, Scanner und Data Quality. Ja, falls Korrekt, jemand auf ja. Messen geht, ist der Visit Report noch super. Aber das soll nicht Thema des heutigen Tages sein. Ja. Stefan, vielen Dank fürs Erste. Finde ich schon Gerne. mal super. Wir haben auch gesehen, Snapity nimmt auch solche Sachen wie die UID-Nummer mit, was natürlich praktisch ist, wenn man später Rechnungen stellen soll. Aber dazu später mehr. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, falls es keine weiteren Fragen gibt. Ich teile jetzt meinen Monitor und zeige Ihnen, was wir mit den Daten, die wir über Snapity gesammelt haben, dann weitermachen. Ja. Wir haben gesagt, haben Sie beim Stefan auch so schon gesehen, wir übertragen die Daten in Pipedrive. Ja, Pipedrive, CRM, ja, ein sehr verkaufslastiges CRM, Customer Relationship Management. Pipedrive hilft mir dabei, den Überblick über meine Verkaufschancen im weitesten Sinn zu bewahren. Ja. Und zwar dadurch, dass wir in Pipedrive verschiedene Deals haben. Ja. Jedes von diesen Kästchen, die Sie da sehen, ist ein Deal, sozusagen eine Verkaufschance. Ja. Manche verwenden es auch, das sehen wir da hier. Ja, für die Akquise, für den Vertrieb an sich und später auch für den After Sales zum Beispiel. Aber es wird auch ein wenig zweckentfremdet für Projektmanagement. Also alles, was sich irgendwie sozusagen in einem Zeitstrahl mit verschiedenen Phasen darstellen lässt. Ja. Jedes von diesen Kasteln ist, wie gesagt, eine Verkaufschance, mit denen gehe ich dann durch meinen Vertriebsprozess, ja, und tracke da drinnen mit, an welcher Stelle ich gerade stehe. Ja, wenn ich mit Snappity fertig bin, bin ich in die Recherchephase. Ja. Da schaue ich, habe jetzt alle Kontaktdaten in meinem CRM drinnen, die ich brauche, mit dem Stefan in Kontakt treten zu können. Weil irgendwie reden sollte ich doch mit ihm, weil sonst kauft der nächste Stefan. Ja. Fertig, gesprochen mit ihm, ich gehe weiter in die Kontaktaufnahmephase. Ja. Und jetzt rufe ich an. Ja. Das ist bei mir eine Aktivität. Ich rufe den Stefan an. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo ich jetzt ein gutes Telefontool brauche. Zum Glück habe ich den Philipp da, vielleicht kennt er eines. Kurze Zwischenfrage, Ja, Bernd. Wo kann bitte. man denn sinnvoll Pipedrive testen? Stefan, für eine gute Frage. Ich würde an Ihrer Stelle Pipedrive testen über unsere Webseite www.pd-experts.com. Da finden Sie einen kleinen Button und wenn Sie den drücken, dann testen Sie es auch 30 Tage kostenlos. Wenn Sie das direkt machen über Pipedrive, sind es nur 14 Tage. Aber wenn Sie über den Link gehen, den der Stefan da jetzt auch reingeschrieben hat, landen Sie auch bei der Pipedrive-Seite und haben auch 30 Tage kostenlos zum Testen. Stefan, so eine gute Frage. Philipp, Danke dir, mit Stefan. danke Sehr, dir sehr auch. gerne. Mit was telefonieren wir denn? Also, heute telefonieren wir mit Aircall. Also, das Prinzip einer Integration bleibt ja natürlich dasselbe, ne? Also, mit allen cloudbasierten Systemen. Aircall hat nämlich auch eine API-Schnittstelle mit Pipedrive erstellt. Das heißt, unser Tool integriert sich mit Pipedrive und Pipedrive mit Aircall. Und genau, das heißt ganz einfach, dass bestimmte vordefinierte Daten oder Daten, die man natürlich auch personalisieren kann, zwischen beiden Systemen durch Automatisierung ausgetauscht und aktualisiert werden können. Also unser Ziel ist es jetzt, dadurch, dass wir jetzt die Daten, die Kontaktdaten von Stefan genau eingespeichert haben im CRM-System, also in Pipedrive, werden wir jetzt eine Anrufsaktivität tätigen. Und die dazugehörigen administrativen Aufgaben als Beispiel in Pipedrive zu protokollieren. Ja, ich habe mal auf, Genau. bei mir zu teilen, gell? Genau, ich teile dann also meinen Bildschirm. Einen kleinen Moment. Stefan, wir sehen doch noch deinen. Du könntest auch schon aufhören zu teilen. Wer weiß, wo du wieder rumsurfst in den nächsten 5 Minuten. Du kennst Also, Aircall schon, gell? so sieht das Ganze aus. Ihr könnt alle meinen Bildschirm sehen, richtig? Ja, Genau. Ich genau, habe dir den okay. Deal übertragen, ja, also die Verkaufschance von Pipedrive habe ich jetzt an dich übertragen. Oben steht, du bist der Besitzer, ja, wenn du Genau, mir das richtig. mitmachst. Ja, also jetzt haben wir hier Stefan Katzenberger im Deal und seine Kontaktdaten sind natürlich auch eingespeichert. Rechts von meinem Bildschirm seht ihr Aircall als Power Dialer, sorry, als Softphone-Tool. Ja? Das heißt, ihr seht direkt den Ziffernblock. Wenn ich jetzt, also nächster Schritt wäre es natürlich, Stefan zu kontaktieren. Ganz einfach würde ich die Click-to-Dial-Funktion von Aircall benutzen. Hiermit klicke ich auf die Nummer und somit wird sie ganz einfach auf dem Ziffernblock übertragen. Als nächstes wähle ich durch. Und das Telefon läutet.
Ach so. Jetzt bin ich auf der Mailbox gelandet. Das sollte nicht passieren. Auf Das ist jeden jetzt ein Fall. bisschen klein bei mir. Sieht man das, was da? Du müsstest es Genau. ein wenig beschreiben. Ich glaube, Auf das jeden geht jetzt zum Fall, Größer ja. machen, gell? Jetzt hat sich die Tagging-Funktion eigentlich aktiviert. Das ist jetzt die Mandatory Tagging-Funktion, die wird automatisch nach dem Call ausgelöst, sodass ein Nutzer automatisch einen Tag aufsetzen kann. Diese Tags werden hauptsächlich benutzt, natürlich, um spezifische Gespräche zu kategorisieren nach Thematik. Und somit kann man sie auch im Endeffekt auch analysieren und auswerten. Da Das drinnen sage ich heißt, jetzt, ob ich meinen Kunden nicht erreicht habe oder ob er einen Termin ausgemacht habe oder ob er mir abgewimmelt habe oder ob er mich weiterverwiesen hat oder das ist, genau, dafür sind die richtig. Tags. Aha. Genau, dafür sind die Tags, genau. Jetzt sollte eigentlich unser Call hier im Verlauf aktualisiert werden. Philipp, du kannst mich auch nochmal anrufen. Ich hatte nur die coole Funktion von Nichtstören genutzt von Aircall, weil ich das selber auch benutze, Ach deswegen. so, okay, deswegen, okay. Ja. Dann will ich noch mal kurz durch, wenn wir natürlich die Zeit haben. Aber ist eh gut. Jetzt sehen wir, das Telefonat ist eingetragen. Ja, das Anrufergebnis ist nicht erreicht. Ja, das steht schon drinnen in der Historie, sozusagen im Verlauf von Pipedrive. Genau, super. Jetzt sind wir im System. Also, wie ihr seht, habe ich unterschiedliche Funktionen verfügbar. Hiermit kann ich natürlich auch Notizen einspeichern während des Calls oder auch nach dem Call. Die Tags, wie wir gerade eben schon gezeigt haben, Tags werde ich hinzufügen. Und im Hintergrund kann man natürlich auch die Calls aufzeichnen. Ja? Und somit werden die Daten automatisch im Lead dann synchronisiert. Wenn ich jetzt hier nochmal meine Seite aktualisiere, sehe ich in der Aktivitätsrubrik, dass mein Call protokolliert wurde. Wenn ich das Ganze jetzt expandiere, sehe ich hier meine Details. Ja, genau. Das Ganze, wie gesagt, kann man natürlich auch auswerten. Und dazu habe ich natürlich eine zweite Seite erstellt. Die Daten kann man nach verpassten Anrufen, nach Anrufen, die zur Voicemail gegangen sind, oder nach Anrufen, die zu einer bestimmten Peak-Time während des Tages durchkommen, auch filtern. Diese ganzen Daten kann man auch granulär durch Dashboards oder Reports personalisieren und aufbauen. Und somit werden die Daten von Aircall aus zu Pipedrive aktualisiert. Nur zur Erklärung Ja? für alle, die Pipedrive nicht kennen, was wir da hier sehen, das ist ein Dashboard von Pipedrive. Ein Dashboard ist eine Sammlung aus mehreren Reports. Ja, diese Reports kann man selber zusammenstellen für Statistiken, was auch immer mich also interessiert. Sehr gut, so ist ein bisschen größer. Dankeschön. Ja, Super, vielen Dank. was sind die meistgenutzten Funktionen von Aircall? Also, die meist genutzten Funktionen sind natürlich die Notizen, die Tags, Aufzeichnungen, das KPI-Reporting durch die Auswertung. Die sind auch auf dem Dashboard, Aircall-Dashboard erhältlich. Und als nächstes, also wir investieren auch sehr viel in KI, also Artificial Intelligence. Und zukünftig gibt es natürlich bei Aircall auch Call-Transkription, genau, was alles natürlich durch AI funktioniert und somit kann man dann auch Sentiment analysieren oder auch Gespräche nach Qualität und genau nach Effizienz qualifizieren, also reporten. Spannender Bereich in der Telefonie. Was kostet das? Kann ich gerne zeigen. Das ist alles natürlich auch auf unserer Webseite verfügbar. Wir sind da ganz transparent. Stefan, wo kann man es denn testen? Du weißt es wieder, gell? Also, hier komme ich zurück auf die Seite von Aircall. Da müsstet ihr ganz einfach auf die Pricing-Rubrik gehen und somit könnt ihr dann nach einem jährlichen Vertrag oder monatlichen Vertrag filtern, nach der Anzahl der Nutzer und somit wird das alles adaptiert. Genau. Wer testen möchte, findet jetzt einen Link im Chat. Dankeschön. Wir haben da ein paar Fragen. Von Mondo ist das vergleichbar. Von Mondo ist ein Connector zwischen verschiedenen Telefonlösungen. Ja? Also ein Zusatztool, das man auf bestehende Telefonlösungen draufsetzt, ja? Sozusagen. Also Herr Janssen von Mondo ist ein bisschen was anderes. Die direkte Version ist Aircall. Aircall ist ein Tool, das nur für die Telefonie verbunden mit verschiedenen CRMs gemacht worden ist. Von Mondo ist ein Tool, das ihre bestehende Telefonanlage mit CRMs verlinkt. Ja? Richtig. Michael fragt von Wanda ist Playstyle. Nein, das stimmt nicht. Playstyle ist eine von den möglichen Verbindungen, ja, die man machen kann. Aber es funktioniert mit jeder 13, von Wanda funktioniert mit jeder 13X-Anlage.
Ja. Herr Schnauder, die Absendernummer, die angezeigt wird, die kann man einstellen. Man kann auch seine Nummer, seine bestehende Nummer portieren, Philipp, glaube ich, gell? Richtig, ja. Von, also egal welchem externen Partner, ob Vodafone, Telekom, können die Nummer natürlich portiert werden. Der Herr Seemann fragt, was der Unterschied zu Enfone ist. Was würdest du sagen? Enfone, also ich glaube, unsere Integrationsmöglichkeiten über unsere Marketplace sind viel, also vielfältiger. Wir bieten heutzutage über 100 Integrationsmöglichkeiten, also nicht nur durch CRM-System, sondern auch über Helpdesk-Systeme oder E-Mailing-Tools wie Front zum Beispiel, auch sehr bekannt heutzutage. Und ja, wie gesagt, wir fokussieren uns jetzt demnächst hauptsächlich auf AI und da denke ich, sind wir schon einen Schritt weiter. Das glaube ich auch. Also wie viele Mitarbeiter hat Ercol jetzt? Heute sind wir fast 900. Also ich würde sagen, schätzen zwischen 900 und 1000 Mitarbeiter. Ja, also Ercol ist ein riesengroßes Unternehmen in der Zwischenzeit, das fokussiert darauf ist, dass es gute Voice-over-IP-Telefonie verbunden mit CRMs halt macht. Das ist, Enfone ist da ist nicht wirklich vergleichbar, auch von den Funktionen her aus meiner Sicht. Ja. So schaut es aus. Jetzt haben wir telefoniert, dann gehen wir wieder zurück in Pipedrive, oder? Philipp, wenn du deinen Monitor stoppst, dann... Ja. Dankeschön. Jetzt sieht man, glaube ich, wieder mein Pipedrive, gell? Ganz genau. Philipp ist fertig mit dem Telefonieren, ja? Und wir gehen zurück. Der Philipp hat mit Stefan seinem Account jetzt telefoniert. Deswegen sehe ich da drinnen, dass der Stefan quasi telefoniert hat. Ja? Also ich sehe da hier auf den ersten Blick, wenn das mein Deal ist, und den überschreibe ich mir jetzt wieder zurück, weil der, der da oben drinnen steht, ist der, der verantwortlich ist. Sehe ich, was der Stefan gemacht hat. Ja? Also, der Philipp hat mit dem Stefan telefoniert. Ja, ich muss mit dem Stefan jetzt noch was ausmachen, was er kauft, nämlich zum Beispiel Produkte. Ich würde gegen Stefan gern was verkaufen, nämlich ich würde ihm gerne Snappity verkaufen, weil das hat er noch nicht. Und ich würde dem Stefan gerne dazu verkaufen, eine Safdesk-Beratung. Ja, deswegen speichere ich das jetzt ab. Habe einen Dealwert, ja, also der Pipedrive sagt mir, um wie viel Geld es in diesem Deal geht. In dem Überblick über meine Deals sehe ich im ersten Augenblick, wie viele Deals ich da drinnen habe, mit welchem Dealwert. Ja. Und wenn ich mit Wahrscheinlichkeiten arbeite, das ist da jetzt nicht aktiviert, aber wenn ich mit Wahrscheinlichkeiten arbeite, habe ich auch den gewichteten Wert, wie viel meine Pipeline gerade wert ist. Ja. Aber wir gehen jetzt wieder zurück. Ich suche mir den Deal vom Stefan. Das ist der, hat Produkte hinterlegt und das möchte ich dem Stefan auch ein Angebot schicken. Haben wir da zufällig jemanden in der Runde, der dazu eine Fantasie hat, wie wir das machen könnten? Maike, danke fürs Antwort. Mir ist auch vorhin aufgefallen bei der Vorstellung, dass ich gar nicht erwähnt habe, dass Safdesk Buchhaltung macht. Buchhaltung, Angebotslegung, Safdesk kann genau. Etwas, oder? Genau. Richtig, Staubsaugen. Genau. Ich glaube, die Erstellung kannst du gerade am besten zeigen, aus Pipedrive raus. Also, wir haben das haben tatsächlich wir gebaut, beziehungsweise unser Entwicklungspartner, wir haben eine Schnittstelle zu Safdesk gebaut, daher eingebaut. Ich kann da draufdrücken und sagen, ich möchte jetzt ein Angebot erstellen. Ja? Wenn ich da draufklicke, springen wir rüber zu Safdesk. Ja? Pipedrive übernimmt, also die Schnittstelle übernimmt die ganzen Daten, die der Stefan vorher per SnapID erstellt hat und wenn es fertig geladen hat. Dann hat er uns die ganzen Daten übernommen, ja, und auch die Produkte logischerweise mit dem Preis und mit Mehrwertsteuer und allem, was wir sonst noch so brauchen. Und daraus kann ich ein Angebot erstellen. Ja, mit einer Angebotsnummer. Das ist jetzt in der Testversion nicht alles ausgefüllt. Ja, aber das kann ich dann einfach per Knopfdruck, muss ich was machen, Test für Stefan. Ja, und dann verschicke ich das Ganze. Ja, einfach per Mail als Angebot. Genau, jetzt hat der Stefan ein Angebot, das er unterschreiben könnte, und jetzt unterschreibt er mir das. Maike, und jetzt sollte man Rechnung stellen, oder? Völlig richtig. Und auch dazu hast du so einen schönen Button bei dir im Pipedrive. Genau, aber die gehen in die Sales, weil ich habe da nämlich noch was gebastelt im Vorfeld. Schau, ich habe da drei gemacht. Wenn ich da hier gewinne, ja, habe ich den Deal gewonnen, das lasse ich dann statistisch im Pipedrive auswerten, kommt der Fußballspieler, da freuen wir uns, und ich muss eine Rechnung für Snappy GmbH erstellen. Was sagst du jetzt? Ne? Total begeistert. Das mache ich doch glatt. Drücke ich da drauf, ja, jetzt übernimmt er mir das gleich wie beim Angebot. Ja, übernimmt mir die ganzen Daten, schiebt es rüber in Safdesk und ich kann da noch einmal drüber arbeiten, da haben wir einen Testrechnungskopf. Das können wir alles genau anpassen mit der Schnittstelle, ja, und zum Schluss verschicken wir das Angebot. Dann liegt die Rechnung beim Kunden. Ja. Die Daten, die wir da haben,
das landet natürlich auch alles wieder da in unserer Schnittstelle. Muss man einen Refresh machen. Ja? Also das sagt mir an, wie viel von dieser Rechnung noch offen ist, wie viel schon bezahlt ist. Ich habe einen Link irgendwo zum Angebot. Also ich habe da drinnen alles, was ich da. Hätten gerade auch eine passende Frage im Chat. Funktioniert Bitte. Das auch andersrum, dass ich die Produkte und Preise in Zendesk habe und in Pipedrive aber trotzdem den Wert des Leads bzw. Deals angezeigt bekomme? Das funktioniert, wenn wir es verbinden. Also die Anfrage haben wir die ganze Zeit. In der Standardschnittstelle ist es nicht enthalten. Das ist im Anfang ein Grund, weil der Weg normalerweise immer vom Pipedrive rüber geht. Ja. Aber sehr viele Leute arbeiten schon mit Zendesk. Das, was wir machen können, ist, wir können es zum Initial sozusagen einmal die ganzen Daten von Zendesk in Pipedrive reinspielen. Ja, den ganzen Produktkatalog dann da hier übernehmen. Ja, also genau diese Dinge, die es dann brauchen im Echtzeitbetrieb. Ja? Frage beantwortet? Wenn ja, sehr gut, Herr Schnabber. Dann würde ich vorschlagen, Maike, haben wir noch was anderes in Zendesk? Na klar. Das kann noch viel mehr, ja. Genau, ich würde einmal kurz eine ganz schnelle, kurze Übersicht machen. Ich glaube, was für viele tatsächlich interessant ist, so im Bereich Rechnungen und Buchhaltung, ist einfach zu wissen, dass wir in dem Tool von Zendesk natürlich auch das Bankkonto mit verbinden. Heißt, was für viele sehr, sehr relevant ist in der Buchhaltung, ist, dass dann natürlich eine ordentliche Kontierung stattfindet und dass auch die Transaktionen von der Bank quasi der Rechnung zugeordnet werden können. Das ist für alle einzelnen Unternehmer, UGs und GmbHs total relevant. Und das kann dann natürlich auch in der Rechnung jederzeit noch weiter hinterlegt werden. Dementsprechend kann es auch einem Konto zugeordnet werden, dass es buchhalterisch alles seine Korrektheit hat. Genau, dementsprechend ist es Online-Banking integriert. Was auch für viele sehr, sehr wichtig ist, ist dann auch die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Du darfst gerne einmal aufs Dashboard klicken. Das haben wir geübt in der Probe. Das kann ich schon. Genau. Da kriegt man auch die Übersicht. Man sieht es oben zur rechten Hand. Man kann den Steuerberater einladen. Viele, die jetzt mit der Buchhaltung nicht ganz so vertraut sind, die nutzen eben ein Buchhaltungstool wie Zendesk dazu, die Buchhaltung einfach von vornherein schon ordentlich zu führen, sodass der Steuerberater dann nur noch kontrolliert oder Tipps gibt und quasi die Informationen relativ aufwandsarm weiterreichen oder verarbeiten muss. Dazu muss man aber auch sagen, wir können keine Steuerberatungstipps geben. Also für jemanden, der da wirklich nochmal Hilfe braucht, der muss auch wirklich da mit dem Steuerberater zusammenarbeiten. Aber hier gibt es einfach übersichtliche Auswertungen, die klassischerweise auch der Steuerberater sonst manuell macht. Die macht dann eben, wenn man ordentlich die Buchhaltung führt, direkt die Software. Das heißt, man kann sich die klassische Einnahmeüberschussrechnung auch direkt erstellen lassen mit einem Klick. Man hat eine GUV mit einem Klick oder auch eine Umsatzsteuervoranmeldung, die man einmal monatlich oder einmal im Quartal direkt rausschicken kann mit ein paar wenigen Klicks. Und das nimmt einfach so ein bisschen den Aufwand vom Steuerberater weg und alle, die einen Steuerberater haben, die wissen auch, Steuerberater kostet Geld. Dementsprechend für die 10 € oder 20, die wir je nach Preispaket haben, kann sich das schon ordentlich lohnen. Das glaube ich auch. Ich kriege immer wieder die Frage, warum man eigentlich mit Pipedrive keine Rechnungen verschickt. Maike, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Gell? Was würdest denn du sagen? Weil wir sie verschicken. Ihr sie verschickt, genau. Ihr könnt es viel besser. Nein, jetzt ernsthaft, Pipedrive ist ein internationales Tool, das weltweit im Einsatz sein muss. Ja, der CRM, Kundenbetreuung brauchst du auf der ganzen Welt in der gleichen Qualität. Ja, aber die Rechnungen sind was total länderspezifisches. Allein die Angebote müssen in Spanien ganz anders ausschauen als in Deutschland zum Beispiel. Und deswegen macht es gerade für die Rechnungsstellung extrem Sinn, dass man ein Tool hat, das wirklich sich am Markt auskennt. Ja, also ein deutsches Tool am deutschen Markt. Ja, Österreich funktioniert, glaube ich, ziemlich gleich, gell, Maike? Wenn wir das so. Ich habe ein paar österreichische Kunden, die auch Zendesk verwenden. Ne? Genau. Aber, ja. Zendesk ist halt ein Tool, das. In Österreich sind wir sogar Marktführer, also da ist tatsächlich nochmal so vom Anteil her, nutzen das nochmal, also nicht mehr Leute wie in Deutschland, aber anteilig. Sind die dort sehr begeistert. Das freut mich sehr, weil ich habe ja immer wieder ein spezielles Buchhaltungstool, jetzt ohne Namen zu nennen, aus Oberösterreich, falls da Österreicher da sind. Und die lassen ihr Buchhaltungstool einfach, die öffnen es halt einfach nicht. Da
die arbeiten noch immer mit Excel Import und Excel Export. Kann man sich auf den Kopf stellen. Und deswegen ein modernes Tool wie Zeftes ist sicher gut. Sehr viele Steuerberater verwenden DATEV. Wie schaut es mal aus mit der Verbindung zu DATEV, falls der Steuerberater sich nicht einrennen lässt, Zeftdesk zu verwenden? Genau, also es gibt auch, der Steuerberater wiederum, muss man dazu sagen, der hat dann nochmal ein ganz eigenes Tool, weil es natürlich auch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ein Steuerberater mit mehreren Kunden arbeitet, die Zeftdesk nutzen. Das heißt, die haben nochmal so eine völlig andere Übersicht. Aber genau, es gibt unter Erweiterungen, da kannst du im Menü rechts, links gerne mal reinklicken. Oder über das Suchfeld arbeiten. Da gibt es natürlich auch eine Verbindung zu DATEV, die hier genutzt werden kann. Alles da. Genau. Ja, und jeder, der mit DATEV schon mal weiß, gearbeitet hat, weiß, was das für ein, wie soll man sagen, es ist nicht ganz einfach, mit DATEV zu arbeiten. Ja, deswegen, wir verwenden auch ein anderes Tool und nicht DATEV für die Rechnungsstellung. Obwohl unser Steuerberater DATEV im Einsatz hat. Ja. Mhm. Genau, also, Preis ist schon gesagt, 9,90 Euro, glaube ich, pro Monat, unabhängig von der User-Anzahl, wenn ich es richtig im Kopf habe, gell? Nicht ganz. Es fängt tatsächlich bei 8,90 Euro an. Ich sage immer, ich bin kein Fan von diesen 10 Euro. 90er-Zeile. Ich mache einfach volle 9. Genau, es fängt bei 9 an. Wenn man auch, es ist tatsächlich so, dass die meisten Kunden unsere Rechnungsstellung nutzen. Also es ist wirklich immer noch das meistgenutzte Feature. Wenn man nur wirklich nur Rechnungen stellen möchte, um da auch mit dem CRM vom Pipedrive zusammenzuarbeiten, dann sind das quasi 9 Euro im Monat. Das geht dann aber hoch, wenn man dann tatsächlich in die doppelte Buchführung rutscht, haben wir einen Buchhaltungstarif, der ein bisschen höher liegt und das höchste Paket hat auch eine Warenwirtschaft vorbei, weil Händler auch wirklich den größten Teil unserer Kunden ausmachen. Und wenn man die Warenwirtschaft braucht, dann sind wir bei 40 Euro. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass unter den Zuhörenden dann eigentlich auch keine Händler sind, weil die wahrscheinlich nicht mit eurem dealorientierten CRM arbeiten. Ne? So ein E-Commercer arbeitet da völlig anders. Ja, das, genau. Ja, genau. Also diesen händischen Prozess jetzt unter Anführungs von der Lead-Erfassung, der fällt beim Online-Händler natürlich weg. Weil der sitzt nur da und wartet, bis die Bestellung reinkommt und macht Online-Marketing. Also sie wird damit keine große Freude haben. Genau, so schaut's aus. Haben wir alles geklärt, Maike? Ich denke, ja. Sehr gut, ich finde es heftig super. So, also, jetzt haben wir Rechnungen gestellt. Im Pipedrive würden wir jetzt solche Dinge tun, wie wir würden da hier den Deal gewinnen, zum Beispiel, wenn der Unterschrift da ist am Vertrag. Ja, dann ändert sich der Deal-Titel. Wir haben das verkauft um 280 Grad vom Stefan Katzenberger von SnapID. Ja, dann haben wir einen Link zum After-Sales-Deal, wenn ich dort jetzt noch Aufgaben zu verteilen habe. Wenn ich sage, jetzt soll das Onboarding an der Stelle jetzt der Stefan übernehmen, mache ich deine Aufgabe, übergib sie dem Stefan und sage, das soll er ab morgen in Angriff nehmen und speichere mir das ab. Ja. Um diesen Kreis jetzt zum CRM abzuschließen, Pipedrive hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Verkaufsaktivitäten zu behalten. Sie sehen an der ersten Stelle, wann, wo, wer was zu tun hat in Pipedrive, weil diese kleinen Bubbles da sind verknüpft mit den Aktivitäten. Also wenn ich sehe da hier, was ich zu tun habe, wenn ich das runterbrich auf mich, auf alle meine Deals, ja, sehe ich, ich muss da anrufen, da habe ich eine überfällige Aktivität, da wollte eigentlich gestern anrufen. Habe ich nicht gemacht. Ja? Wenn es grün ist, heißt es, ich muss heute anrufen. Wenn es grau ist, heißt die Aktivität ist in der Zukunft. Das bedeutet, wenn dann alles grau ist, kann ich Kaffee trinken gehen. Und daher kann ich auch neue Aktivitäten planen, weil wenn es gelb ist, ist nichts hinterlegt. Ja? Es abläuft im Vertriebsprozess, wenn ich selber nicht weiß, was als nächstes zu tun ist. Ja? Das ist das CRM. Mit Mail verbunden, mit dem Google-Kalender verbunden. Ja? Und damit mache ich auch aus dem Homeoffice heraus meine Geschäfte. Jetzt haben wir Geld verdient. Spannende Frage zum Thema Zeftdesk, haben wir noch abschließend. Was macht Zeftdesk anders als Fastbill? Jetzt bin ich gespannt, Maike, was du denkst. Ja, ehrlicherweise, ich arbeite jetzt auch schon wirklich langsam im Softwarebereich. Tatsächlich sind wir hier bei den Softwares tatsächlich so in einem Bereich angekommen, wo die Funktionen doch oft sehr, sehr ähnlich sind. Ich sage da immer, es geht vor allem, man verkauft oder kauft da vor allem natürlich auch mit ein bisschen Bauchgefühl. Dementsprechend muss man sich die Tools mal angucken, einfach mal schauen, wo man sich am besten zurechtfindet, ob die Software tatsächlich intuitiv ist, ob ich sie einfach bedienen kann. Was ich aus Erfahrung sagen kann, ist, dass Zeftdesk wahrscheinlich den freundlichsten Support auf der Welt hat. Das stimmt. Die Kollegen unten
im Schwarzwald sind wirklich ultra freundlich und da wird auch wirklich schnell geholfen. Dementsprechend kann ich da mit gutem Gewissen sagen, dass es bei uns auf jeden Fall der Service ist, der raussticht. Aber wenn man wirklich jetzt kleinteilig mal in die Features guckt, sind sich doch alle Rechnungssoftware sehr, sehr ähnlich. Und da muss man, glaube ich, einfach mit Sympathie und Bauchgefühl einfach kaufen. Und mal schauen, ob es vielleicht das ein oder andere Angebot noch gibt, das man Ja, ich glaube, über abstauben den kann. Sitz gibt es 50%, glaube ich, geht zum Safdesk, geht es gerade, wenn man das richtig im Kopf hat, oder? Ja, Genau. völlig richtig. Darf ich da auch noch was dazu sagen, Herr Seemann, zu der Unterscheidung? Ich glaube, wir arbeiten tatsächlich mit FastBill aus historischen Gründen, aus verschiedenen Gründen. Ich habe damals Safdesk noch nicht gekannt. Ja, Safdesk ist, glaube ich, die ausgereiftere Lösung. Safdesk bietet viel mehr Funktionen. Ja, also, wie gesagt, ich kenne FastBill sehr gut. Ja, und die Dinge, die Safdesk jetzt insgesamt kann, sind sicher weitreichender. Hat mehr Anpassungsmöglichkeiten und kann sich, also man kann einfach mehr Dinge einstellen. Ja. Ansonsten ist, wie die Maike sagt, die sind diese Rechnungsstellungstools, die sind preislich alle sehr ähnlich. Standard-Schnittstelle zu FastBill von Pipewave gibt es zum Beispiel auch noch nicht. Ja. Wir basteln gerade dran, aber diese will fertig, weil die Schnittstelle von FastBill auch noch nicht so genial ist. Also, das sind so die Sachen. Mein Tipp an der Stelle ist einfach einmal testen. Ja, und wie die Maike sagt, das ist ein wenig Sympathiesache und das ist Preis ist es bei den Tools normalerweise nicht. Ja. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt fürs Erste, dann sind wir jetzt fertig mit unserem Vertriebsprozess. Wir haben Geld verdient. Ja, die Rechnungen sind draußen. Aber jetzt brauchen wir doch noch was für die Planung. Hanna, was sagst denn du dazu? Ja, genau. Danke für den Überleitung. Wie man ja eben gerade schon gesehen hat, konnten wir einmal genau von der Lead-Generierung bis zum Angebot schreiben in Zendesk und dann natürlich auch die Rechnung erstellen, in den kompletten Tools sozusagen miteinander abwickeln. Und jetzt am Ende muss man natürlich auch nochmal einen guten Überblick über die Finanzen bekommen und genau dafür ist Agicap da. Auch hier spielen jetzt beispielsweise Zendesk und Agicap perfekt zusammen. Das werde ich euch auch gleich einmal im Tool zeigen. Vorab will ich aber einfach nochmal kurz erklären, was ist Agicap und genau, was können wir eigentlich? Und genau, Agicap ist eine Software für die Liquiditätsplanung mit dem Ziel dafür, die Unternehmen zu unterstützen, auf eine ganz einfache und klare Weise einen Überblick über die Liquidität bzw. die Finanzen zu erhalten. Die meisten Unternehmen nutzen tatsächlich auch noch Excel, was etwas manuell und zeitlich aufwendig ist. Und hier reduzieren wir zum einen natürlich diesen Aufwand, aber auch die Fehleranfälligkeit beispielsweise bei der Übertragung von den Daten. Und dadurch erzielen wir dann eine tagesaktuelle Planung, zum einen durch die Anbindung der Bankkonten und zeigen da nicht nur zum Beispiel den Kontostand, sondern auch jede einzelne Transaktion mit den jeweiligen Zuordnungen für die Kategorien und können sozusagen eine Planung schaffen für die Unternehmen auf Tages-, Quartals-, Monats- oder auch Quartalsbasis. Genau, es werden ja nicht nur die Banken angebunden, wie eben schon gesagt, sondern auch natürlich die Rechnungen, die man jetzt erstellt hat, beispielsweise in Zendesk oder aus anderen Buchhaltungssystemen. Und genau, um das einmal zu zeigen, teile ich am besten direkt mal meinen Bildschirm. Gerne. So, genau. Und switchen einmal direkt in den Agicap-Account rein. Und genau, hier sieht man einmal unser Dashboard. Ich stelle euch das auch am besten noch mal kurz vor. Es sind jetzt nämlich ganz schön viele Zahlen, aber das Wichtigste und worauf wir uns jetzt erstmal konzentrieren, sind die grünen und roten Balken. Die grünen Balken stehen hier in dem Fall für die Einzahlungen und auch die roten Balken für die Auszahlung, was relativ klar ist, weil das auf dem Bankkonto genauso steht. Jetzt ist aber natürlich wichtig, wenn man in den Monat September reinguckt, gibt es ja da drei unterschiedliche Farbtöne. Da sieht man die dunklen, die mittleren und die hellen Farbtöne pro Balken. Und die stellen die verschiedenen Planungsstufen dar. Die dunkelgrünen und dunkelroten Balken stehen hier in diesem Falle für die Ist-Werte. Das bedeutet also alle Einzahlungen und auch Auszahlungen, die bereits stattgefunden haben. Also diese Werte kommen direkt von dem Bankkonto und werden automatisch synchronisiert. Darüber sieht man jetzt beispielsweise die mittelgrüne und mittelrote Balken und das sind die offenen Posten. Das heißt also alle Rechnungen, die man gestellt hat oder auch erstellt wurden, die aber noch nicht bezahlt worden sind. Damit das jetzt nicht nur theoretisch ist, habe ich mal unseren Zendesk-Account hier mit angebunden und dann switcht man einmal drüber. Das sind direkt fiktive Daten, da sieht das direkt ein bisschen anders aus, keine fiktiven Daten. Und kann hier einmal in die offenen Posten wechseln. Und hier sieht man direkt die Rechnungen, die man sozusagen in Zendesk erstellt hat.
Und genau, das sind alle Rechnungen, die man hier erstellt hat. Die werden auch automatisch in ein System hinterlegt, somit man dann auch in der Zukunft sehen kann, welche Ein- und Auszahlungen man hier beispielsweise noch zu erwarten hat, die man beispielsweise jetzt hier in Cevdesk oder auch in anderen Buchhaltungssystemen erstellt hat. Und dann gibt es noch, wenn man beispielsweise in die kommenden Monate reinsieht, diese leicht schraffierten Daten, das sind jetzt alle Planwerte. Das bedeutet einfach alle Zahlen, die man in Zukunft plant und mit denen man beispielsweise rechnet. Wenn man jetzt dann hier auch noch einmal die blaue Kurve sieht, das ist sozusagen der jeweilige Kontostand zu den einzelnen Zeitpunkten und somit liefert dann AGICAP eine relativ schnelle und auch einfache Lösung für die Liquiditätsplanung. Wie jetzt gerade eben auch schon bei Pipedrive gesehen, gibt es da ja auch eine schöne Auswertung von Aircall. Das gibt es auch bei uns für die sozusagen Liquiditätsplanung. Hier sieht man auch direkt einmal alle überfälligen Einzahlungen, die man beispielsweise in Cevdesk erstellt hat, die man noch nicht erhalten hat. Das sind 5.321 €, also eigentlich schon eine Stange Geld, worauf man jetzt noch wartet und kann hier jeweils auch die einzelnen Dashboards sozusagen persönlich anpassen, wie beispielsweise jetzt die einzelnen Kostenstellungen. Genau. Das erstmal so zu AGICAP. Wer sind denn eure bevorzugten, bevorzugte sind alle Kunden willkommen, aber wer ist eine Kernzielgruppe? Also AGICAP ist eigentlich vom Kleineinmannunternehmen, die beispielsweise im E-Commerce tätig sind, bis hin zu großen Bauträgern, können wir alles abdecken. Weil das Schöne ist hier, wenn man beispielsweise jetzt auf Kategorien geht, sieht man, dass man das alles persönlich also anpassen kann. Also es ist sehr individuell erstellbar. Und dadurch ist es eigentlich auch für die verschiedensten Kundengruppen sehr passend. Also man kann das auf jeden individuell anpassen. Genau. Wo liegen wir preislich? Genau, da ist es so, die Preise setzen sich zusammen anhand der Bankkonten wie auch Tools, die zu integrieren sind. Prinzipiell starten wir hier bei einem monatlichen Preis von 249 €. Genau. Okay. Wie viel kann man das sagen, wie viel zahlt der durchschnittliche Kunde? Weil sie bei diesem, es beginnt bei, bin ich immer ein bisschen so, man Genau. weiß, was dann auch, also Prinzip ungefähr. Was kostet es für eine Ich durchschnittliche glaube, Firma? eine durchschnittliche Firma, wenn man jetzt beispielsweise sagt, es ist sehr typisch, dass man bei zwei Konten hat, dann hat man beispielsweise noch Cevdesk und vielleicht einen Steuerberater Dativ, da würde man dann ungefähr bei 399 € liegen. Genau, das ist spannend. Herr Seemann hat eine Frage. Funktioniert das auch mit Fastbill? Das funktioniert. Also insgesamt haben wir über 300 Integrationspartner, die sozusagen direkt anbinden kann und dann haben wir auch noch die Möglichkeiten, beispielsweise das zu importieren. Fastbill ist aber auch ein Integrationspartner von uns, bedeutet, man kann es genauso wie mit Cevdesk anbinden. Sehr gut, sehr gut. Gut, hatten wir das auch besprochen, gell? Lauter coole Tools fürs Homeoffice. Schauen wir nochmal rein. Wie viele Perfekt. Leute haben früher gesagt, Stefan, Sie arbeiten aus dem Homeoffice heraus? Das war das 77 eigentlich Prozent. ganz eine Menge. 77% der Antworten haben gesagt, sie arbeiten aktuell im Homeoffice. Arg, arg, 77% von den Anwesenden. Das ist, also ich habe gesehen, da, die Firma, die da gewesen ist, der Stein, das ist eine riesengroße Firma, auch ein Kunde von uns im Pipedrive-Bereich. Wenn die Lisa sagt, dass sie SnapReady verwendet, darf ich auch sagen, dass sie Pipedrive verwendet. Also wir sehen immer da. Naja, große, große Firma. Ja, also das ist auch nicht ganz klar, dass man da Homeoffice auch immer akzeptieren kann. Eine Frage haben wir vorher noch gehabt, Stefan, genau wegen dem Chat-Support. Vom Pipedrive, Stefan, was würdest du da sagen zum Chat-Support oder Live-Support? Da würde ich empfehlen, auf unserer Homepage gibt es einen passenden Artikel dazu. Den poste ich an der Stelle auch gerne mal in den Chat rein. Gibt nämlich eine kleine, feine Firma, die nennt sich PD Experts. Oh, cool. Was machen die? Und die sind nämlich genau dafür da, zu unterstützen, wo der Pipedrive-Support seine Grenzen hat. Und auch da haben wir jetzt, wenn wir eh schon beim Thema Webinar sind, ein spannendes Konzept, und zwar den First Day Pipedrive Club. Und da haben wir ähnlich wie in der Form hier jetzt auch jeden Monat ein Webinar, wo wir eben alle so gängigen Fragen, die Sie vielleicht auch so im Alltag angesammelt haben, auch zum Thema Pipedrive mal durchsprechen. Und du meinst, dass du dich auch nicht nur über den Chat mit den Leuten triffst, um uns zu helfen, sondern auch per Webinar oder per Zoom-Call hat, glaube ich, ist, glaube ich, gestanden. Gell? So, zum Glück sagst du das alles und machst natürlich Werbung dafür unsere Firma, gell? Und für Pipedrive. Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes am Tisch?
Stefan, waren noch irgendwelche Fragen, die wir zu beantworten haben? Wir haben eigentlich alles, so wie es aufkam, auch direkt schon beantwortet. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich bin mir aber eigentlich soweit ziemlich sicher. Wir hätten aber noch eine Umfrage, die wir mal starten könnten. Und zwar, wer nutzt denn schon diese Tools, die wir jetzt heute vorgestellt haben? Das machen wir noch. Ich erzähle nebenbei noch, was es sonst noch zu wissen gibt. Wir werden uns bemühen, dass wir die Fragen, die gestellt worden sind, irgendwo in ein Excel geben zum Beispiel noch und die Antworten dann auch nochmal gesammelt rausschicken. Die Aufzeichnung von dem Webinar, die bekommen Sie jetzt zugeschickt auch. Wir werden es aller Voraussicht nach auch auf YouTube dann veröffentlichen, falls Sie das weiterleiten wollen an Kollegen oder so. Ne? Bei Fragen, Wünschen, Anregungen schicken wir auch im Nachhinein ein Mail hinaus. Da finden Sie die Kontaktdaten von allen, die heute da gewesen sind und bei den meisten auch ein Meeting-Buchungslink, ja, sodass Sie gleich sich da reinbuchen können und Fragen stellen können. Ja, Stefan, habe ich was vergessen? Müsste soweit alles gewesen sein. Sehr gut, sehr gut. Dann warte, muss ich alles schnell abstimmen. Wie schaut die Verteilung aus? Welche Tools im Einsatz sind? 35% der Leute sagen, sie nutzen aktuell schon Pipedrive. 30% nutzen schon Zendesk, 10% SnapAddy, 13% Aircall und 9% haben tatsächlich auch schon Agicap im Einsatz. Auch spannend, auch spannend. Aber das ist für mich jetzt relativ logisch, weil Pipedrive ist sozusagen das Leading System bei den meisten. Das ist Customer-Related, dort, wo alles zusammenläuft letzten Endes. Und dann alle anderen sind gut zum Andocken. Ja. Sehr spannend. Vielen Dank an alle, die heute dabei gewesen sind auf der passiven Seite. Vielen Dank auch an alle, die heute auf der aktiven Seite dabei gewesen sind und ihre Tools vorgestellt haben. Stefan, danke an dich, dass du da den guten Geist im Hintergrund gespielt hast. Gerne. Auf unserer Webseite finden Sie immer wieder neue Webinare. Und wenn Sie Fragen, Wünsche, Anregungen haben, Sie wissen, wo Sie uns finden. Vielen Dank. Danke, Stefan. Dankeschön. Vielen Dank. Und vielen Dank auch für die Einladung. Schön, dass ihr da wart. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.